So, jetzt zeige ich dir, wie du eins deiner bereits veröffentlichten E-Books oder Bücher dann auch über ACX das Ganze entweder durchs selber einsprechen oder indem du einen Sprecher suchst und ihn dafür einmalig bezahlst oder ihr euch die Einnahmen 50-50 ganz brüderlich teilt. Dafür klicken wir dann in unserem ACX-Account hier einmal entweder hier oder hier, ist auch pappegal, einmal auf Add Your Title. Hier gibst du dann einmal deinen Autorennamen ein, unter dem du das Ganze veröffentlicht hast. Für den Zweck dieses Videos nehme ich einfach mal hier das Intervallfastenbuch. So, wenn du da drauf geklickt hast, also sprich auf This is my book, dann kannst du dich entweder dafür entscheiden, nach einem Narrator, also nach einem Sprecher zu suchen, der dir das Ganze einspricht, oder falls du die Audiodateien schon selbst eingesprochen hast, mit einem halbwegs vernünftigen Mikrofon und das Ganze dann zum Beispiel mit Audacity bearbeitet hast, dann kannst du hier auch einfach auf Weiter klicken. Wenn du das selber einsprechen möchtest, hier hast du nochmal die Audio Requirements. Ja, hier wird dir gesagt, worauf du dann achten musst, wenn du das alles selbst eingesprochen hast und hochladen willst. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß, wie schwer das sein kann. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich persönlich entscheide mich immer dafür, einen professionellen oder zumindest halbwegs professionellen Sprecher zu finden. Deswegen klicke ich hier mal auf Weiter. Dann sind hier nochmal die ACX Agreements. Einfach einmal auf OK klicken und dann hier auf Akzeptieren und Weiterklicken. Hier im ersten Bereich, da kannst du deine Beschreibung dann auch nochmal konfigurieren. Da ist es meist auch so, dass du, wie du hier schon sehen kannst, nicht so viele Zeichen nutzen kannst. Deswegen kürze ich das Ganze einmal ganz kurz ein, damit ich auch gleich auf Weiterklicken kann. Du musst dann auch wirklich darauf achten, das ein oder andere vielleicht nochmal zu kürzen, damit du auf eine Anzahl von 2000 Zeichen kommst. Deswegen, ich mache hier mal STRGZ. So, lass das erstmal so, wie es ist. Und hier in dem Feld empfehle ich dir wirklich, gib dir da mal vernünftige Mühe und du musst natürlich auch, wie du hier bereits sehen kannst, so formatieren, wie auch zum Beispiel in der Beschreibung deines Taschenbuchs, wie du ja bereits in einer der Lektionen gelernt hast. Und dann gibst du hier nochmal deinen Autorennamen ein, das Jahr der Veröffentlichung und hier kopierst du nochmal deinen Autorennamen, fügst den hier auch nochmal ein, denn du hast die Rechte für dieses Hörbuch. Schnuppegal, wer das dann später einspricht, du hast die Rechte dafür. Ja, und dann sagst du, mein Buch ist ein fiktives oder nicht fiktives Buch, wie in diesem Fall hier. Dann wählst du hier eine Kategorie aus. Ich nehme mal jetzt hier die Kategorie Business. Dann kannst du hier nochmal in dem Feld auswählen, ob du Angebote zugeschickt bekommen willst von potenziellen Sprechern oder ob du schon einen potenziellen Sprecher kennst, der vielleicht schon in Kontakt steht und du einfach von Anfang an ein Angebot zu diesem Sprecher schicken willst. Ich empfehle dir, die Grundeinstellung ist eigentlich Yes, I would like to receive auditions for my project to find a narrator. Denn auch dann kannst du immer noch an bestimmte Individuen, bei denen du denkst, die haben vielleicht Interesse, dann auch ein Angebot zu schicken. Das ist kein Problem. Dann hier kannst du nochmal die Kriterien auswählen. Willst du, dass das eine männliche oder weibliche Stimme ist oder ist es egal, wer dein Hörbuch da einsprechen soll? Ich wähle jetzt hier mal, dass es mir pieps egal ist. Sprache, natürlich dann auch bitte in Deutsch. Ja, bitte, dass es ein deutsches Hörbuch wird. Kannst ja sogar Akzente auswählen. Hättest du jetzt auf Englisch geklickt, würde es Sinn machen, die ganzen hier verschiedenen Akzente einmal auszuwählen. So bleiben wir einfach bei German und bei Select, ist ja völlig egal. Das Alter, musst du selber wissen, wie du willst, dass dein Hörbuch eingesprochen wird. Mit welcher Stimme, mir ist das an der Stelle egal. Vocal Style ist mir an der Stelle auch relativ egal. Denn gleich werden wir uns sowieso darum kümmern, proaktiv selbst nach Sprechern zu suchen und nicht erst darauf zu warten und zu hoffen, dass sich irgendein Sprecher bei uns meldet. Hier dieses Feld ist auch mega, mega wichtig. Hier bekommt der potenzielle Sprecher von dir nochmal geschildert, was deine Taktik ist, also deine Marketing-Taktik vor allen Dingen, wenn das Hörbuch eingesprochen worden ist und dann auch veröffentlicht wird und desto mehr sinnvollen Text du hier einfügen kannst, desto mehr du deinem potenziellen Sprecher zeigen kannst, schau, ich weiß, was ich tue, ich habe einen Plan, ich habe vielleicht schon so und so viel Verkäufe mit der Buchversion oder der E-Book-Version erhalten, vielleicht habe ich auch einen Bestseller-Rang, vielleicht habe ich auch irgendwelche Screenshots, die ich auch später zum Beispiel per E-Mail dem Sprecher aufzeigen kann oder schau, ich habe eine Facebook-Gruppe oder einen Social-Media-Account mit so und so viel Followern. Das sind so alles Punkte, die dem Sprecher dann auch helfen, ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, okay, wird sich das jetzt lohnen, dass ich das Ganze einspreche? Oder ist das eher so ein Schuss in den Ofen für mich? Dann, was hier Audition Script angeht, hier kannst du dann nochmal so ein kleines Script hochladen. Das sind so 2 bis 3
Seiten, die der Sprecher für dich einmal aufnimmt. Und gerade wenn du mehrere Sprecher hast, die sich bei dir bewerben, dann wird dir das bei der Entscheidungsfindung um einiges mehr helfen, als einfach nur darauf zu hoffen und zu vertrauen, dass der Sprecher schon gut ist. Auf die Art und Weise kannst du dir nochmal wirklich die Stimme anhören, die Qualität anhören und gucken, ob das Ganze wirklich passt. Ich habe jetzt einfach mal irgendeine Word-Datei hochgeladen. Das Ganze wurde auch nochmal ganz kurz auf Viren gescannt. Scheint alles in Ordnung zu sein. Und ich klicke einmal auf Weiter. Und hier beim zweiten Punkt kümmern wir uns einmal um die Benennung der einzelnen Kapitel. Hier kannst du entweder das Inhaltsverzeichnis aus deiner E-Book-Version importieren lassen. Das versuche ich jetzt einfach mal und klicke dann hier auch auf OK. Hat eigentlich halbwegs gut geklappt. Aber es ist natürlich so, du brauchst nicht immer unbedingt Unterkapitel. Du brauchst eigentlich nur die ganz großen Kapitel. Das wäre dann halt Vorwort, Einführung, Kapitel 1, Kapitel 2 und so weiter. Deswegen lösche ich das hier nochmal. So, dass das Ganze am Ende wirklich nur Vorwort, Einführung und Kapitel 1 bis zum letzten Kapitel, bis zu den abschließenden Worten. Und so könnte das Ganze zum Beispiel aussehen. Keine Angst, wenn du da irgendwie einen Fehler machst oder ähnliches. Das kann auch später von dir oder vom Sprecher auch nochmal nachträglich bearbeitet werden. Dann klicke ich einmal auf Save and Continue. Und dann kannst du hier einfügen, wie viele Wörter das Ganze denn hat. Dafür schaue ich nochmal kurz hier meinem Manuskript nach. Das sind hier aktuell 18.686 Wörter. Und hier wird mir auch schon grob aufgezeigt, das wären ungefähr 2 Stunden Sprechzeit. Wobei das in diesem Beispiel nochmal ein paar Minuten weniger sein werden. Einfach, weil man ja überlegen muss, dass alleine schon das Inhaltsverzeichnis eine bestimmte Anzahl von Wörtern ausmacht. Dann kannst du dir hier aussuchen, okay, wie sieht es mit den Rechten aus? Willst du die Rechte für die ganze Welt? Und ja, alles andere macht irgendwie keinen Sinn. Und jetzt kommen wir hier zum richtig, richtig interessanten Part, denn du kannst entweder sagen, okay, ich möchte vollkommene Exklusivität über ACX gewährleisten. ACX darf mein Hörbuch dann über Audible bzw. dementsprechend auch Amazon anbieten und auch über iTunes. Und dafür bekomme ich pro verkauftem Hörbuch 40% Provision. Oder du kannst auch die nicht exklusive Verbreitung auswählen, dann bekommst du nur 25% Provision. Dafür kannst du das Hörbuch aber zum Beispiel auch auf deiner Website anbieten oder irgendwelchen anderen Plattformen, die es sonst noch so gibt und auch in Zukunft wahrscheinlich geben wird. Ich empfehle dir hier den Fokus wirklich eher auf Amazon zu legen. Deswegen bleiben wir hier bei der Exklusivität, damit wir auch die 40% bekommen. Und jetzt kommen wir hier zu einem ganz, ganz wichtigen Abschnitt. Das ist auch mehr oder weniger der letzte Abschnitt. Hier geht es darum, wie willst du für die Produktion des Hörbuchs bezahlen? Willst du hier bei Pay for Production einmalig dafür bezahlen? Das heißt zum Beispiel 50 bis 100 Dollar per finished hour, also pro Stunde, die fertig eingesprochen ist. Ja, wenn wir mal hier gucken, 2 Stunden ungefähr wären's. Das wären dann in dem Fall 100 bis 200 Dollar, die du dann zahlen musst. Und desto höher du hier in deinem Angebot gehst, desto bessere Sprecher findest du natürlich auch. Aber, und zwar ein großes Aber, ein Hörbuch zu erstellen, kostet sehr viel Geld. Wenn ich halt darüber nachdenke, was ich für Angebote bekommen habe, von Sprechern auf ACX oder von Sprechern auf Fiverr zum Beispiel, für eines meiner Bücher mit 180 Seiten oder beziehungsweise mit ungefähr 60.000 Wörtern, da sind mir da jedes Mal die Augen ausgefallen. Das waren dann immer so Geschichten von 3.500 bis 6.000 Euro. Und wenn ich das mit meinen Einnahmen vergleiche, die ich dafür dieses spezielle Hörbuch bisher bekommen habe, dann hätte es sich nicht ausgezahlt, solch ein Angebot anzunehmen. Dann ist es wirklich nun mal arschteuer, solch ein Hörbuch zu produzieren. Gerade wenn man darüber nachdenkt, wie teuer doch solch ein professionales Equipment ist von professionellen Sprechern. Ja, wenn man das Ganze richtig, richtig gut machen will, dann braucht man da auch Isolation an den Wänden. Ein richtig gutes und dementsprechend auch teures Mischpult, sowie natürlich auch anderes Equipment. Und deshalb empfehle ich dir gerade zu Anfang, dich für Royalty Share zu entscheiden. Da teilst du dir 50-50 das Ganze mit dem Sprecher. Du könntest theoretisch auch beides auswählen, aber wie gesagt, das empfehle ich dir eher weniger. Und wenn man dann die 40% Provision, die man pro Verkauf bekommt, dann nochmal eben teilt, sind das am Ende des Tages 20%, die für dich übrig bleiben und 20%, die für den Sprecher übrig bleiben. Und da man hier eben ACX nutzt, ist da auch wieder das Schöne daran, dass sich ACX darum kümmert, die 20% der Einnahmen an den Sprecher auszuzahlen und dir die 20% der Einnahmen an dich als Autor auszuzahlen.
Ja, es läuft also alles ganz automatisch ab. Und hier kannst du dir sogar nochmal Gedanken über das Royalty Share Plus Programm machen. Aber da will ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Ich empfehle dir einfach, gerade zu Beginn auf No, I prefer to share royalties only zu klicken. Wenn das einmal fertig ist, klicken wir auf Save and Continue. Und hier kannst du dann das Ganze nochmal begutachten, ob alles richtig ist. Und dann am Ende auf Post to ACX klicken. Wenn du dann hier auf Projects klickst, bei dir müsste jetzt wahrscheinlich stehen One Projects, dann kann ich hier bei Open for Auditions sehen, dass hier das Hörbuch jetzt für jeden auffindbar ist, der danach sucht. Ja, für jeden Sprecher, der danach sucht. Und da wir proaktiv sein wollen, das heißt unseren Erfolg da in unsere eigenen Hände nehmen möchten, machen wir jetzt Folgendes. Und zwar gehen wir hier mal auf Search und suchen nach Producers for Hire. Da sind wir jetzt einmal hier in einem Bereich angelangt, wo wir die Samples von vielen, vielen verschiedenen Sprechern uns ansehen und anhören können. Und das Erste, was wir machen, ist erstmal das Ganze zu filtern. Das heißt, bei Language zum Beispiel, da gehen wir auf German, klicken auf Apply. Und da sind das hier aktuell 301 Sample, die man von deutschen Sprechern sich anhören kann. Dann kann man hier unter Gender zum Beispiel auch nochmal unter weiblich und männlich distanzieren. Aber ich bleibe jetzt mal hier bei beiden. Ja, und da kann man sich die ganzen Samples hier auch einfach mal anhören. Du wirst jetzt leider gerade keinen Ton hören, weil mein Ton nicht vom Desktop kommt. Und ich will jetzt einfach mal hier irgendeinen Sprecher aus als Beispiel. Klick hier mal auf Alexander Sternberg. Und hier können wir auch gleich sehen, woran er interessiert ist. Einmal das Royalty Share Plus Verfahren. Heißt, für uns wäre das schon mal uninteressant. Oder halt eben 100 bis 200 Dollar per Finished Hour, also pro fertiggestellter Stunde. Deswegen gehe ich hier nochmal raus und suche ein bisschen besseres Beispiel. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel Andreas Schröder gefunden. Er ist interessiert lediglich am Royalty Share Verfahren. Kann man sich nochmal anhören, ob einem das Sample gefällt oder nicht. Wenn ja, kann man sich entscheiden, okay, mache ich gleich das Offer oder schreibe ich den Sprecher noch erstmal an. Gehe nochmal ein bisschen auf Tuchfühlung, gucke, ob die Person Interesse an solch einem Hörbuchprojekt hat oder nicht. Gucke, wie es mit der zeitlichen Auslastung aussieht. Und ich empfehle dir wirklich erstmal immer ganz einfach hier so eine Nachricht zu schreiben. Das natürlich auf Deutsch, das ist klar, weil ist ja auch ein deutscher Sprecher. Und das machst du dann einmal mit allen, die dich hier irgendwie interessieren, wo dir die Samples gut aussehen. Die Leute schreibst du alle einmal an. Und wenn du dann Rückantworten bekommst und dir ein Sprecher sympathisch ist und du sagst, alles klar, das machen wir, das ist doch super, dann klickst du halt eben hier einmal zum Beispiel bei der Anna May hier auf Make Offer, wählst hier einmal das Hörbuch aus, in dem Fall war das ja hier Intervallfasten für Einsteiger, sagst okay, Exclusive Distribution über Amazon, Audible und iTunes, gehst dann halt eben auf Royalty Share, sagst, dass die ersten 15 Minuten bis zu einem bestimmten Datum fertig sein sollen. Ich sage immer so 2 bis maximal 3 Wochen, dann sollte der Sprecher eigentlich auch die ersten 15 Minuten hochladen. Das ist aber eher unwichtig, was viel wichtiger ist, bis wann das Ganze dann fertig sein soll. Und ich gebe den Sprechern da immer gerne so 2,5 bis 3 Monate Zeit, je nachdem, was bei der Kommunikation dann auch rausgekommen ist. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass man erstmal mit den ganzen Leuten spricht, beziehungsweise mit den ganzen Leuten über die Chatfunktion oder vielleicht auch über E-Mail schreibt. Und hier wird dann nochmal angezeigt, wie lange das Angebot denn einsichtbar sein soll für den Sprecher. Und ich gebe da immer gerne wirklich 3 Tage Zeit, weil manchmal ist es so, wenn du eine Benachrichtigung, also sprich meistens eine E-Mail von ACX erhältst, hat die Plattform leider Gottes auch mal den einen oder anderen Tag, wo sie einen Bug hat. Deswegen kann es ab und zu mal ein bisschen dauern, bis man da eine Antwort erhält. Und ich finde, 3 Tage sind da schon wirklich ein faires Angebot. Wenn du dann alles fertig hast, klickst du einfach einmal auf Preview Offer, akzeptierst das Ganze nochmal, wenn es dir gut aussieht. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Und um das Ganze zu beenden, kümmern wir uns nochmal ganz kurz um das Cover hier. Wenn der Auftrag zur Bearbeitung des Hörbuchs dann auch einmal von einem Sprecher akzeptiert worden ist, dann gehst du hier bei In Production eben auf dein Hörbuch drauf und du kannst hier oben sehen, wie du das Cover einfügen kannst. Und hier ganz wichtig zu beachten, View Cover Art Requirements. Da sieht man dann wirklich, da gibt es so eine Anleitung, wie das Ganze aussehen soll mit dem Cover, worauf man achten muss. Und da empfehle ich dir, so wie du auch Cover erstellen lässt für deine E-Book- und Taschenbuch-Version, genauso suchst du eben auch auf Fiverr nach Designern, die dir ein Audiobook-Cover erstellen. Also du suchst nach Audiobook-Cover-Design oder Audiobook-Cover-Designer oder du fragst einfach
dein Designer des Vertrauens, den du bisher auf Fiverr genutzt hast, ob er es nicht auch hinbekommt, mit dieser relativ simplen Anleitung hier auch ein Audiobook-Cover für dich zu erstellen. Und genau auf diese Art und Weise kannst du halt eben Sprecher finden. Wie dir wahrscheinlich auch auffallen wird, ist die Auswahl, was deutsche Sprecher angeht, aktuell leider noch nicht so groß. Aber mir ist auf jeden Fall mit der Zeit aufgefallen, dass von Monat zu Monat es dann doch deutlich mehr deutsche Sprecher und Sprecherinnen werden. Das ist eine gute Sache. Ich weiß nur, als ich hier anfing, waren das nicht irgendwie 152 Samples, sondern vielleicht 15, wenn ich Glück hatte. Und da war die Auswahl noch nicht so groß. Aber die Plattform wächst ja wirklich von Monat zu Monat, was Sprecher angeht. Das ist auf jeden Fall eine super tolle Sache. Und ich wünsche dir da viel Spaß damit, deine E-Books und ich wünsche dir da wirklich viel Spaß mit, deine E-Books und Bücher dann auch als Hörbücher herauszubringen.